Hallo und wieder recht herzlich willkommen mit Psycho Dad. Hallo. Und wie Raxo LP. Hallöchen mit Öhrchen. Psycho Dad. Was schießt ihr schon wieder? Yeah. Ich schieße hier gerade am letzten Pack die zwei Marilux mal hin. Das ist gut. Marilux. Oh, es sind jetzt doch drei. Jetzt sind es auf einmal vier, jetzt sind fünf. Jetzt, jetzt kommen noch drei Jäger dazu. Okay. Wir kommen dort. Oder kommst du her? Ich bin gerade von oben. Ich schieße von oben herab auf die. Was schießt du denn da? Also erstmal mit Granaten. Nein! Ach, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Aber nur auf halbe Höhe. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Ja, ich auch nicht. Auch unverständlich. Einer ist da noch, Ja, ja. Also gerade auf den, sehr gut. Ach, schöne Faust. Das war schön. Das war sehr schön. So, Giftmüllfass. Ein Giftmüllfass. Alter, sind die Viecher krass aus. Ja, von, die sind ganz schön eklig, gerade in so einer hohen... Ich höre schon wieder was. Oh, Vorsicht. Ja. Kaching! Kaching! Jo! Kaching! Faustpunkt! Kaching! Kaching! Noch mal, ne? Alles. Durch das Wasser geht das ist radioaktiv, ne? Ja. Und jetzt soll ich die Entsorgefässer mit Giftmüll. Ah ja, hier. Giftmüll. Giftmüllfass nehmen. Okay, ich nehme das mal mit. Oh, dann hast du auch die Quest. Okay, ist cool. Hier ist ein Safe, ja. Skill 2. Ah, hier kommt wieder so viel. Haben wir jetzt alle auf den geschossen oder was? Jo, weiß ich nicht, Pallock. Ich habe auf den geschossen, aber. Ja, das war gut, ein Glück. Ja, nee. Ja, sehr gut. Der hat sich auch gestürzt. Ich habe auch auf ihn geschossen, alles gut. Ich glaube, hier kommen immer wieder welche. Sammle das Fass ein. Also zwei Fässer möchte ich noch einsammeln. Mhm. Wo müssen wir das jetzt hinbringen? Ich habe jetzt hier eine Milliarde Fässer. Ja. Und es steht immer noch sammle Fass ein und tägliche auf aus dem Auge, aus dem Sinn, 22 ja, Stunden ja. Geht das. Ach, das ist Quatsch. Wo schmeißt man den Müll denn hin? Weiß ich nicht, das wird ja irgendwo angezeigt. Ist das irgendwo schwer? Das versenke die Fässer, sammle das Fass ein, versenke die Fässer, okay. Dann darf ich das in die Richtung. Sammle das Fass ein, ja, Fass dann ein. Töte alle Gegner wieder, auf dem Hof. Ach mein Gott, diese Stecken bleiben so. Dahin müssen wir. Okay. Dahin müssen wir mit dem Giftmüll. Wohin? Hier, wo ich gerade durch... nein, das ist vielleicht nicht so gut, das ganze Wasser, das ist nicht so gut. Ja, nee, das packt. Da verreck ich, glaube ich. Ja. Aber irgendwie müssen wir doch hier wieder wegkommen können. Oh, hier müssen wir hin, mit dem Giftmüll? Können wir hier am Rand so? Ich weiß es nicht. Ich probier's einfach mal aus. Können wir ausprobieren, aber ich glaube, da geht's gleich nicht mehr weiter. Ja, ich habe Angst, dass ich hier nicht mehr hochkomme und dann mich wirklich erledigt. Scheiße, ja. Ich glaube, das geht nicht. Warte mal, hier vielleicht mal hier so. So. Das sieht gut aus. Erinnert mich an die Forest-Passage mit Anus. Oder? Aber voll. Ach Mist, ich komme hier nicht hoch. Da gibt's da auch was von Ratiofarben? Wäre schön. Ja. So schön. Tja, Hier gibt's auch was von Fazio-Rahmen. Fazio-Rahmen. Ah, hier geht's raus, super. Echt jetzt? Ah, okay. Ja, hier geht's wieder raus, ja. Sehr schön. Sind wieder da, wo wir frei gewesen sind. So. Ah. Okay. Jetzt aber. Oh. Ja. Sehr schön. Klemmen. Eie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 
Also die Fässer wiegen auch gar nichts, ne? Nö. Sind ja auch Questgegenstand. Alles klar. Nichts wiegen. Ja. Ist doch gut so, das wäre auch schlimm. Na gut, da geht ja, aber, hoch. Aber manche besondere Dinge, die man einsammelt für eine Quest oder von einer Quest, kann man die leider nicht demontieren. Habe ich schon gesagt, ja. Den Rose-Injektor, den kannst du ja, auch genau. In die Kiste schmeißen. Richtig, ich habe auch versucht, den in die Kiste zu schmeißen, weil der voll schwer ist. Ja, keine Chance. Wir sind übrigens beim Ausguck der Pfadfinder-Pioniere. Ich habe gedacht, ja, komm, dann lass mal hochgehen. Ja, das hat jetzt gerade geruckelt. Ja. Oh, Thorsten, ah, sieht aber schlank aus. Hast du auch welche abgenommen? Oh, tatsächlich. Oh, da habe ich doch schon mal. Hier waren wir doch schon. War ich nicht schon mal? Ganz am Anfang. Nein, hier war nein, das war woanders. Das war woanders, ne? Ich wusste das, aber ich musste erst mal bei Martin mit in die Kerbe reinhauen. Ich hau dir gleich in deine Kerbe. Ja. Oh, ich entsperre hier mal eine Truhe. So. Nee, aber manche Orte sehen wirklich ähnlich aus. Da könnt ihr mir jetzt sehen, was ihr wollt, aber... Ich hab dir mal die Truhe entsperrt. Ne? Toll, danke. Diese Türme sehen schon sehr ähnlich aus. Also, dafür nicht. Du magst gern geschehen. Dann, ach da, cool. Oh, nicht. Ach Mann. Warum ist hier, wer hat hier ein Loch eingeschnitten? Thorsten bestimmt. Ja. Thorsten? Ja. Lass den Boden heile. Heimisch schmutziges Wasser. Ey, sag mal. Oh Gott. Oh, was liegt denn hier? Ach so, nix. Ich guck mal hier, das ist ja... Oh, 308er und eine Notiz, Auswählungsnotiz. Du findest ihn morgen um 14 Uhr auf dem Dach von Grafton Steel auf der anderen Seite des Sees. Schalte Mr. Henrik aus und deine Schuld ist beglichen. Das ist das. Oh, das Jagdgewehr. Hier hat jemand ein kaputtes Jagdgewehr hingeschmissen. Ah, hier kann man was kochen. Ja, ich, weil das kaputt ist, kannst du vergessen. Das kann ich auch hier kann man was kochen, Leute. Kannst du reparieren. Aluminium kann ich doch gerade. Ja, ich komm noch ein bisschen. Boah, hier, Aluminium kann ich da nicht scheiß mit. Ey, guck mal, hier ist eine Kochstation. Hier kann man was kochen. Ja. Thorsten ist ein Clown, ein 2 Meter Clown. Ja. Oh, ja. Ja. Natürlich. Hier ist eine Notiz. Ach ja, da kocht hier doch was, wenn du möchtest. Schisspulver liegt hier. Und eine Notiz. Schisspulver ist immer noch das Geilste. Ja. Brauchst du nicht Notiz? Du findest ihn morgen um 14 Uhr auf dem Dach von Grafton Steel auf der anderen Seite des Sees. Da malte Mr. Henrik aus. Und deine Schuld ist beglichen. Sag mal, hättest du das nicht vorlesen können? Hab ich! Oh Gott, schnell weglaufen runter. Der macht einen fertig. Nein. Ich kann nichts kochen, also wenn du Interesse hast, draußen... Oh, Gebiet aussperren. Ey, guck mal, hier kann man was kochen. Hier kann man Gebiet aussperren. Hier, ich verhaule ihn heute, glaube ich. Martin! Hier kann man das Gebiet aussperren, hier an dieser Stelle. Ah, geil. Ah, danke. Bitteschön. Ah, geil. Da kann man Orte identifizieren. Ja, das ist auch nicht. Meierlörfleisch. In die Karte eingetragen, danke. Ja, und ich leide übrigens an Fieberklaue. Oh, scheiße. Das ist auch nicht schlecht. Ich hab ein Heilmittel für dich. Ja, hab ich auch. Und hier kann man das Gebiet ausspähen. Du musst gleich eins geben, ne? Also. Ja, alles gut. Okay, gut. Karte aktualisiert. Strafanstalt des der östlichen Religion. Strafanstalt? Ja. Wieso kann man das Gebiet in dieser... Das ist ja der Hammer, das ist interessant. Schon Bock. Kann man hier auch noch was machen? Nee, geil. Ja, finde ich auch gut. Ja. Hier kann man nichts ausspielen. Die andere Seite. Mal kurz rein. Soll das Anzug mal ausziehen? Puh. Hallo, ich bin hier schon seit Jahren drin, ne? Puh. Und glaubt mir, das Wasser draußen macht sich besser. Was? Hier ist eine Strafanstalt? Schützenverein. Da waren wir schon. Was für eine Strafanstalt? Wo ist sie denn? Da! Die haben wir jetzt, gefunden aus Paldorat. Aber das eigentlich wollten wir ja noch woanders hin heute, ne? Können wir auch machen. Ja, klar. Weil ich wollte ja zu diesem Palast mal hin, weil das haben wir schon freigeschaltet. Ja, können wir machen. Das ist doch Hammer, ist doch der Wahnsinn. Ja. Das Spiel ist gemein. Wieso kann man sich in das Bett nicht einlegen? Hätten wir die Kretze geholt hier. Kann man nicht. Ach, die Sumpfkretze wieder haben. Ach ja, ach, habe ich schon gesagt, dass ich noch meine Fässer noch hier irgendwo verbuddeln muss? Ja, hast du gesagt. Achso, dann ist ja gut.
Die muss ich hier sogar in der Nähe irgendwo verbuddeln. Hier kann man einen Airdrop anfordern. Ist okay, alles klar, ich bin weg. Nimm ich mal mit. Ja, aber wir haben ja, aber wir haben ja kein Gerät. Ja, ja. Aber ich hab das trotzdem mal mitgenommen, so. Kann nicht schaden, ne? Ne, das finden wir gut. Ja, ja, ja. Ich nehme mal ein schmutziges. Ich nehme mal ein schmutziges Kissen mit. Sehr gut. Und ich werde mal hier meine Giftmüllfässer mal hier entsorgen irgendwo. Mach das. Also, ich brauche noch eins dabei, glaube ich. So, Gegenstand. Mal gucken, wo ist. Wo. Ach, aber sie ist runtergefallen. Bauplan. Abgedunkelte Kampfrüstung, Arme. Verstärkte Lederrüstung, Wasserfilter. Kaschin. Wir haben hier noch so viele Sachen, ey. Oh, oh, oh. Ich glaube, der Thorsten ist leicht zurückgeblieben, aber ich meine jetzt nur die Entfernung, nicht das andere. Nein, das andere. Das, also ich hätte geglatt gemeint, du meinst das andere. Weil du bist da so. Du bist ja so ein Mensch. Danke. Ach so, soll ich die reinschmeißen? Tatsächlich. Die soll man einfach. Wirklich, der ist immer noch da hinten, ey. Das ist voll Leute. Man soll die Giftmüllfässer einfach in die Mülltonne reinschmeißen. Oh Gott, ernsthaft? Ja. Toll. Ja, seltsam. Oh, hallo, du Streuner. Hier, oder? Na? Bande. Na, du Streuner. Ich. Sag mal, halt still und tut vorsichtig. Ich denke, wir wollten. Was? Gehen wir jetzt in die richtige Richtung? Ja! So. Stück, du Drecksvieh. So, nicht aufgeblasener Kickball, was ist das denn? Das haben wir nie gesehen. Eine Ressource für Gummi. Okay. Also falls sie deine aufgegangen sind, kannst du daraus eine neue aufbuchen. Da hat er recht. Oh, das ist schlecht. Ja, das ist praktisch. Normalerweise nimmt man dafür Blasen von sowas hier, aber... Ja, ja, ja. So, wir müssen... Wir müssen in die Richtung. Ja. Es bringt nichts, wenn du mit dem Finger auf dem Monitor zeigst. Na, da, in die Richtung. Da, in den, da. Wie du guckst. Also hier, pass auf, wir müssen hier lang. Alles klar, gut, weiß ich. Der Thorsten zeigt auf den Monitor, in die Richtung. Ja, genau, das wirst du im Let's Play sehen. Was ist los mit euch? So, ich habe Markierung gesetzt. Au, au, au. Das ist noch nicht weit. Kommen wir ja glatt noch an dem Colonel Kelly Denkmal. Da können Da können wir uns hier hochbeamen. Das können wir gerne machen, ja. Ich nehme erstmal Hundefutter mit. Fernglas. Ja, schon was Feines. Spiel, ne? Ey. Boah, das schon sein. Ja. Boah, Blechdose, eine Dose, eine Bierdose, Kaffeedose. Ich nehme jetzt hier alles mit. Marc hat mich gelehrt, nimm alles mit. Ja, sonst kannst du irgendwann nichts mehr reparieren. Sei ein Looter. Und seitdem ich es nicht mehr gemacht habe, seitdem kann ich meine Sachen nicht mehr reparieren und auch nichts mehr herstellen an Munition und so weiter. Ist aber bei mir leider auch so, weil bei mir ist es auch so, ich nehme kaum was mit, weil ich keinen Bock habe, ständig überladen zu sein. Dafür kann ich fast nichts reparieren oder Munition bauen, nichts. Aber dafür lieben wir dich doch, Marc. Ja, großartig. Und was habe ich davon? So, dann bieten wir uns dahin, ne? Ich kann mir dann trotzdem nichts bauen oder reparieren. Ach was. Das Doofe an der ganzen Geschichte ist, wir kommen da nicht hoch, weil das Martin und ich haben das schon mal gesehen, das ist ziemlich... Ja, richtig. Das ist nicht ganz so einfach. Ziemlich steil. Was heißt das denn, also so ein... Toto, du erzählst gerade vollkommen Blödsinn. Da waren nämlich deine Honigbiester. Ach da. Ach, bei dem... Da will ich nicht nochmal wieder hin. Nee, aber da müssen wir rüber. Dann lassen wir uns da hinbieben, ja? Ja, auf jeden Fall. Jo, alles klar. Also wohin? 33 Kronen kochen. Aber sorry, ja gut, er wird es ja gleich selber mitkriegen. Also ich würde mich nicht hinbeamen. Kelly Denkmal oder was? Ja, aber ich würde mich nicht hinbeamen. Warum? Wirst du gleich feststellen. Okay, das macht mir jetzt Angst, ganz ehrlich. Ach scheiß drauf. Oh, Scotch Beast. Ja, genau. Er ist genau an der Stelle erschienen, wo die Honigbiester dann ist. Oh, großer Gott, ich komme natürlich trotzdem aus Solidarität. Ich bin tot, erledigt. Tschüss, ich hab das Spiel gelöscht. Gar nicht. Ach, mir geht's gut. Also, mir geht's richtig gut. Mir geht's richtig gut. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das noch so erklären soll, aber mir geht das richtig gut. Sehr gut. Ich überprüfe sofort mal deinen Puls. Schon wieder, hau ab, geh mir vom Pelz. Verschwinde.
Was denn? In deinem Alter muss man vorsichtig sein. Sag mal! Was ist denn? Ich wollte eigentlich sagen, in deinem Beruf, aber... Ja, guck mal, da oben muss man, da oben müssen wir hoch, da hinten. Nee, da, ja, nee, da ist nur das Denkmal. Marc, das verstehe ich jetzt nicht. Er muss nee, hier hoch müssen wir, hier, da müssen wir lang. Marc, ja, warum muss er vorsichtig sein in seinem Beruf als Stripper? Ja, ja, genau. Man kann auch weil er von diesen ganzen da Frauenhänden und Armen quasi erdrückt wird. Ja, das ist eine komplexe Geschichte. Ja. Hast du mir gerade auf meine Arschpanzerung geschossen? Niemals. Aber ich mir das vorstelle, so massiver 2 Meter Mann an der Stange. Das ist ein Klon, ey. Ich heil der Verwalter, du. Ach ja, so weiter geht's. Ach geil. So. Sag mal, heute haben wir erst 3 Videos geschafft. Hammer. Ja, ja. Was? Erst? Ja, ja. Wir sind beim vierten. Ach, es ist ja auch erst. Wir sind beim dritten. Nein, beim dritten sind wir. Echt? Ja. Es ist aber auch noch früh. Du hast recht. Ja, du hast recht. Die einzigen, die morgen raus müssen, sind Martin und ich. Ja. Sag jetzt nicht, nichts anderes. Du musst auch raus. Sei solidarisch. Ja, das stimmt. Ich muss morgen Nachmittag raus. Ja, aber wir können trotzdem um eins. Bis um eins. Machst du mit bis um eins, Martin? Bis eins, ja klar. Oh, du Gute. Ach, hier, ich habe einen Grubenbauer gefunden. Da will ich aber nicht. Oh ja, die sind gefährlich, die sind richtig aggressiv, aufpassen. Ich schieße mal an. Ich hab mich jetzt. Ciao. Die sind richtig bescheuert, also die haben wir schon. Die sind echt bescheuert. Und die Tiefe dann. Was ist denn? Warte mal, ich muss hier alles geklettert. Oh, der hat gesessen. Der hat auch gesessen. Ich komm nicht hoch. Warte mal. Einer ist hin. Warte. Boah, ich geh grad nicht hoch. Ah, nicht. Sehr gut. Ah, ich seh den Sack. Wo ist er? Ah, da. Ah, da ist er. So, alles. Der ist auch erledigt. Ja, die Flinte, seitdem ich die wieder hab, Leute. Danke für euren Aluminiumschrott. Pizza-Pakete. Oh ja, der hat Schrotpatronen, herrlich. So, Grumanzugfilter. Ja, oh, Grumanzug-Atemgerät. Plastika. Schrottpatronen. Für jeden hat er vor allen Dingen alles mitgebracht. Das ist ja wie Knecht der Ruprecht. Ja. Wo ist der andere? Stimmt. Hä, wo ist der andere? Warte mal, der atmet hier, glaube ich, ganz schwer. Ich höre gerade hier irgendjemand. Ja, da sind noch mehr. Mach dir mal keine Sorgen. Ja. Ach, hier, da kommt so ein Nackter. Ja, ja. Felsbrecher heißt der. Hey. So, der kriegt richtig. Leg dich doch hin. Ja. Artig, ja. Umhau, Handschuh. So, was hat der? Handschuh. Ah, die Mine, da pass auf. Hm? Marc, pass auf, wenn du in die Mine reingehst. Das ist richtig der Hammer. Ja. Und nicht zu weit reingehen, bitte, ne? Ja. Nicht zu weit rein, ne? Also, könntest dich verlaufen. Du könntest dich da echt verlaufen, deswegen, das bringt nichts, wenn du da alleine reingehst. Warte auf uns, bitte. Warte, ich geh schon vor. Ja. Ja. Natürlich. Was? Was ist? Ja, ja. Was ist denn? Nix. Wann hatte ich das letzte Mal gesagt, dass ich mit dir kein Wort mehr rede? Bergarbeiterhut, hier liegt übrigens noch einer. Ja. Ja. Sehr gut. Der ist ja bestimmt auch mehr für mich, ne? Ja, natürlich. Ah, gut. Oder hast du ihn eher vom Inneren dieses Gebäudes? Sei gut, Dad. Da ist ja noch einer. Sei gut, Dad. Oh, wie er das macht. Geil, das ist so der Hammer, ey. Splittergranaten. Was ist hier jetzt? Hier ist nichts. Hier ist einfach nur eine Öffnung. Ja, ja, hier ist wirklich. So, mal gucken. Achso, die finde ich jetzt hier gar nicht. Ach, wo komme ich jetzt hier oben nicht an? Ich will die. Jetzt. Gift, Bergarbeiterhut, Lötlampe. Guck mal, diese Dinger entfernen hier. Das ergibt. Kurz, das gibt auch nochmal Punkte. Was habe ich für ein Gewehr? Gewehr. Yeah. Schon wieder dazu. Oh, was ist hier für eine Tüte? Maus, was? Achso, ist meine. Den Scheiß brauche ich ja nicht. Oh, Hirnpilze. Lecker. Ist hier auch irgendwo? Moment, ich mach mal meine Lampe an. Ein Flansch. Ich habe einen Flansch gefunden. Flansch? Und Flansch an der Rufette. So ein schweres Flansch-Zahnrad. So, Kühlmittelverschluss, okay? Bunsenbrenner. Ich weiß auch nicht, warum ich den ganzen Schrott einsammle. Ich werde mich wieder überlasten. Ich nehme mal die ganzen Vogelkäfige alle mit.
Ich glaube, gar nicht. Weißt du, gar nicht. Leute, es ist das Beste, wenn man sich einfach so die Pläne ein bisschen merkt und direkt weiß, okay, den Schrott mitzunehmen macht Sinn und der Rest ist wirklich Blödsinn. Ja, genau. Ja, weil sonst macht das nimmst du echt so einen Schmerz. Alles nicht, das ist egal. Ja, das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund. Ich kann mir das alles gar nicht merken. Oh, ich bin seit beim Ding überladen. Oh, es geht ja noch. Oh. Muss ich erstmal noch kurz was essen. Ich mein Lockfleisch. Oh, das ist aber schwer, das mein Lockfleisch. Das muss ich erstmal gleich hier aufessen. Was muss ich wegschmeißen? Schrott. 2 Kilo Drehstrahl. Drehstrahlknopf. 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 Weg damit. Das wie der Flansch. Der Flansch? 3 Kilo wie der Flansch. Grünstreifen? Also Urinstrahlknopf. Urin, ja, stimmt. Oh, das ist aber ein schönes Palettchen. Kupferschrott, das schmeiß ich weg, das braucht man nicht. Was? Ja. Da müssen wir hin, da hinten. Ihr habt doch eine Platze. Das ist Kupferschrott braucht man nicht. Hier deswegen haben wir das gesagt. 21 Minuten, Leute, wollte ich nur sagen, ne? Alles klar, so. Dann machen wir genau hier. Nein! 30! Ja, Thorsten muss immer übertreiben. Thorsten macht immer 30. 38er Munition. Was ist das für eine Waffe? 38er. Was ist das hier für ein Fall? Er steht natürlich mit seinem Fuß drauf. 38er? Mit seinem 2,5 Meter Fuß. Kann man ja gar nicht aufsammeln. Warum ist das? 44er? Ne, brauch ich nicht. Oh, so, das beschiss. Ich fühl mich betrogen. Die Armbrust, Stufe 45. Tschüss. Ambrosius Automatikpistole. Schaden 24, Stufe 40. Was soll das denn, Mister Alter? Wir haben 30 Minuten. Hallo? Ja, 30 Minuten nehmen wir mal auf. Okay. Alles klar. Marc weiß, dass ich anders bin als die anderen. Ja, aber so ganz anders. Du bist wirklich ganz anders. Notiz eines Kindes. Mami hat gesagt, ich darf nicht im Tempel spielen, wenn da Rauch ist. Sie sagt, ich darf nicht mit den gruseligen Leuten spielen, weil sie uns vor anderen gruseligen Leuten beschützen. Ja. Also habe ich mit Bärenfreunde mitgenommen und wir spielen jetzt hier mit den Spielsachen. Okay, das ist schön. Du kriegst wie ein Belgier von dem Kindergarten. Trampel da mal weg, geh mal da weg. Ich will das mal fotografieren. Guck dir mal die Plüschbären an, was die Plüschbären da machen. Dirk. Ganz schön. Die machen kleinere Plüschbären. Die machen kleine Plüschtätties. Die produzieren kleine Tätties. Das ist die Geschichte von den Blümchen und den Bienchen, glaube ich. Nee, von den Bärchen und den Bärenchen. Rennt doch einfach weg. Ja, klar. Wir kennen die Geschichte. Quatsch hier wieder mit mir selbst. Du, die Story kennen wir aber schon. Mensch. Wenn man es schon kennt, ist langweilig. Okay. Hier ist das zum Beispiel überhaupt nicht gefährlich. Also hier brauchst du dir keine Sorgen machen. Oh, da ist nichts drin. Hier ist es, frag Martin, hier ist es total langweilig. Stimmt's, Martin? Total. Ja, stelle ich gerade schon fest hier so ein bisschen. Hier ist wirklich nichts. Also aber hier bibbelt das so komisch. Das ist auch nichts. Hier ist mein Groß. Boah, ich hätte jetzt hier fast auf Zeiko geschossen. Boah, da steht er hier mit seinem dicken Ding hier wieder rum. Haarklammerbox mit seinem dicken Ding steht er hier. Nein, falsch! Ja, das ist übrigens mein LP, ne? Das ist richtig. Oh, ich halte das hier nicht aus. Um das Niveau mal wieder künstlich runterzuholen. Ja, das ist okay. Wo wir auch wieder beim richtigen Thema sind. Ja. Es ist egal. Wie du es machst du es verkehrt. Ach ja, und hier ist die Stimme nachher von, wenn wir sie nochmal hören sollten, von Udo Schenk. Udo Schenk, aha. Also Toto, dann kannst du mir das nicht erzählt haben, dann musst du das Martin irgendwie erzählt haben. Ja. Ja. Was könnte sein? Weil ich war hier. Gehen wir durch den Hintereingang? Ja, die Tür war beim letzten Mal auch offen. Ja. Die brauchte keiner öffnen, das stimmt. Na, hoffentlich ist die sauber. Kronkorken wieder. Ja, wollen wir hier von hier unten reingehen oder oben? Ich weiß gar nicht. Ach, hier kommt man gar nicht. Doch. Was geleitete Meditation? Quest hat begonnen. Jetzt geht das Gequatsche gleich los, hoffe ich. Ja, ja. Oh ja. Der redet mich ganz. Das war cool. Ja, aber es ist Rumkommen. Das, ist was anderes. Du hast echt das Gefühl, du wärst in so einer Yoga-Sitzung. Ja. Ja, ist echt heftig. Oh, herrlich. Ich höre das schon. Ja. Eine zündende Feuerschale der Transzendenz. Okay. Mach ich gleich. Ich muss erstmal ein bisschen Power hier. Kein Problem. So, hier ist eine Bastelwerkbank. Jo, ich habe erstmal alles gearbeitet hier. Bin schon da.
So, Zange, Schrauben hier. Hm. Oh, ich bin doch noch nicht da. Schon da alleine Spaß. Jo. Hier sind so einige ungebetene Gäste. 45er, wer braucht so einen Scheiß? Ich bitte dich, nicht so arrogant, ja? Was denn? Hier, du hast schon wieder Aluminiumkanister übersehen. Mein Gott! Ja. Was soll ich denn Rattengift? Das ist Rattengift. Ich höre mal Sarius Bedenken an. Ja, mach das. Oh ja, ich auch. Ja, ja. Sei mit liebender Güte gegrüßt, Freund. Oh, das hört sich an wie Steve Jobs. Liebende Güte und Ganzheit und der ganze Kram. Und du, wolltest mich sehen? In der Tat, jünger Simon. Ich bin stolz darauf, was du in kurzer Zeit hier erreicht hast. Aber ich mache mir Sorgen um unsere neue Ausrichtung. Du meinst das transitorische Jüngerprogramm? Das transitorische Jüngerprogramm, ganz genau. Im Gegenteil, bei ihrer Anreise werden sie glückselig und erleuchtet. Es ist wundervoll. Ich befürchte, das Problem ist materieller Natur. Durch die Unsumme an Geld, die aufgewendet wird, um den Palast zu bewerben. Lass dich von solchen Sorgen nicht betrüben. Warte mal, ich muss mal gucken, was ich noch für Munition habe. Schließlich hast du mich aus diesem Grund zum Geschäftsführer des Palastes ernannt. Entblöße dich ruhig und wandere herum. Entzünde Räucherstäbchen, male Wassermelonen, was immer du nicht tun und lassen kannst. Überlass den Rest mir. Ich bitte dich, jünger Simon. Du klingst ja fast so wie am Tag deiner Ankunft bei uns. Oh je. Vielleicht ist dein Gleichgewicht verschoben. Wünschst du zur Reinigung mit Öl gesalbt zu werden? Nein, nein, meinem Gleichgewicht geht's prima. Alles ist super. Bitte keine Öl mehr. Also gut. Womöglich mache ich mir grundlos Sorgen. Schließlich hast du uns mit dieser neuen Richtung beschenkt und so viele neue Leute hierher geführt, die nach Ganzheit streben. Ja, kein Problem, Cyrus. Mach dir keine Gedanken. Da ich schon mal hier bin, könntest du dir diese Pläne für eine Belüftungs... für Leitungen genau, in die Geisterwelt ansehen, also, die ich gerne installieren würde. Nicht? Okay. Ah, hier am Terminal. Da wird bei mir kein Turbel angezeigt. Da, richtig? Wo Thorsten gerade auch was hergestellt hat, da wurde bei mir auch nichts angezeigt. Irgendwo atmet hinter mir einer schwer. Ich bin's nicht. Warte mal, mach dir mal platt. Ich öffne hier nochmal das Tür. So. Na, wo ist der denn? Bunker. Ah, ist das offen? 44 und 45. Hast du ihn erledigt oder was? Ja. Und der war gar nicht mal so schlecht. Okay. Hier fehlt auch ein ganzes Regal, glaube ich, fehlt hier. Hier ist eine Waffenwerkbank, ansonsten ist hier nichts. Ja, wo ist das? Ich wollte meine Waffe reparieren. Wo denn? Hier ist Wachsputzmittel und Ich sehe keine Waffenwerkbank. Hier unten. Bei mir steht da nichts. Echt nicht? Nee. Das Putzmittel sehe ich, aber ich kann auch nicht mal auf die Werkbank zugreifen. Also ich ahne schon was da mit los ist. Ja, da ist was durcheinander gekommen, weil wir hier schon waren und er nicht. Zumindest die Werkbänke müssen trotzdem sicher sein. Ja, eigentlich schon. Ne? Ja, warte mal, ich lock mal kurz raus und komme wieder rein. Das kann auch sein. Mach das auf jeden Fall. Alles klar. Hau rein. Jo, bis gleich. Ciao. Tschüss. Ich lösche das auch hier. Thorsten, ich will ja nichts sagen, aber du hast die Folge immer noch nicht beendet. Ja, noch doch nicht. Echt? Nein. Verrückt. Okay. Bist du wahnsinnig? Nein, ernsthaft, wie viel haben wir denn jetzt schon von 30 28 Minuten, Jung! Wahnsinn! Okay. Ja, ich wollte nur Bescheid sagen, alles gut. Ich bin hier gerade noch beim Suchen. Ich kann alles noch nicht. Gut. Ich kann noch einfach. Ich will, alles gut. Ich würde sagen, wir beenden die Aufnahme jetzt. Ich dachte nur, du bist vergesslich geworden. Nein, ich doch nicht. Also dann tschüss! Tschüss!